Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute auch schon wieder im Videoformat zur Verfügung auf YouTube. Ja, letzte Woche bzw. vorletzte Woche hat das ja ganz gut geklappt und heute dachte ich mir, dass ich mit meinem neuen Gast das Ganze nochmal starte. Ja, also heute habe ich wieder einen Gast dabei, den kennt ihr auch schon, der war schon mal in unserem Podcast da, vor knapp 2 Jahren, wo wir über das Thema Walter von Behrendonk, gesprochen haben. Ja, und heute ist er wieder da, live in Farbe. Grüß dich, mein lieber Jean-Claude. Ich grüße, danke für die Einladung. Wie geht's dir? Erzähl mal. Mir geht's gut, viel unterwegs gewesen, Fashion Week war und jetzt wieder im schönen Wien, aber ab nächste Woche bin ich auch wieder viel unterwegs. Wo geht's hin? Nächste Woche? Das geht mal nach Berlin. Mhm. Ah, davor geht's noch nach Graz. Da style ich 2 Formel-1-Fahrer. Ach, nice. Ja. Yes. Gasly und Tsunoda von Alpha Tauri. Dann geht's nach Berlin. Mhm. Und dann geht's nach Venedig. Ach, boah. Du kommst ja auch nie zur Ruhe, ne? Ja, es geht gut voran. Aber Gott sei Dank machen wir was Spaß macht. Sehr, sehr cool. Formel-1-Fahrer, also du dressst die ab für ein Event oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, Grand Prix von Spielberg in Österreich. Ah, okay. Und mittlerweile ist ja auch Formel 1 so seit, keine Ahnung, seit Hamilton und Lando Norris und so weiter, wie sie ja da heißen, die sich eigentlich ganz gut anziehen können. Auch viele Magazin-Features haben. Seitdem ist ja immer so Freitag zum Training, Samstag zum Training, gibt es ja auch diese Street-Style-Shots. Und da wurde ich angefragt, ob ich die 2 Jungs stylen möchte und das mache ich lieben gern. Mega, würde ich an deiner Stelle auch machen. Fashion Week Thema, genau. Wie war es da? Erzähl mal, vielleicht ein Highlight oder sowas? Gibt es irgendwas, wo du sofort jeder, dran denkst? Jeder fragt mich, was war das Highlight? Nee, erstmal war es geil, halt wieder eine richtige Fashion Week zu haben. Ich war ja auch schon im Januar, aber da war es noch irgendwie so halb tot. Mhm. Kann ich mich noch erinnern, Mailand, die Straßen, U-Bahn waren leer, es war wirklich gar nichts los, es gab vereinzelt ein paar Shows. Und jetzt war es irgendwie komplett zurück, wie damals, viel los. Ah, okay. Schönste war natürlich irgendwie alle Leute wiederzusehen. Mhm. Es war fast wie damals, die einzigen, die jetzt nicht physisch gezeigt haben, waren halt die Asiaten, Yamamoto, Chansun und so weiter. Ach, wirklich nicht, ja, genau. Weil die halt wirklich, die fliegen nicht nur 1-2 Stunden, sondern die kommen ja genau von ganz woanders da. Und die haben nicht, aber sonst war geil, die Leute wieder zu sehen, einfach auch Leute, mit denen man vielleicht über die letzten 2,5 Jahre via Social connected hatte, mal live zu sehen. Aber Highlight an sich, jeder fragt mich nach meinem Highlight, Show-Highlight, Mode-Highlight, gab es irgendwie nicht. Okay. Aber es war auch nichts Schlechtes, weißt du, es war alles so, jeder hat so ein bisschen safe geplayed, auf sicher gemacht, sodass nicht wirklich was Krasses dabei war, aber auch nicht wirklich was Schlechtes. Wenn ich ein Highlight nennen würde, wäre es Bianca Sanders, ganz, ganz tolle Frau, tolle Designerin aus London, die man auf dem Schirm haben sollte. Das war mein persönliches Highlight. Natürlich die Louis Show vom Entertainment Faktor war die halt am krassesten, ganz einfach mit der Marching Band. Wir saßen da, haben auch erst nach 4 Minuten realisiert, dass Kendrick das Ganze live performt, weil es gab so große Screens und da hast du mal hochgeguckt und hast ihn da sitzen sehen, wie er live performt. Das war dann so vom Entertainment-Faktor mit dieser ganzen Marching-Band und so weiter natürlich das. Genau, ich habe ja auch so ab und zu deine Story verfolgt. Izimiake-Show war so ein bisschen auch mit Turnen irgendwie so verbunden oder so. Die haben da so eine kleine Kunstshow gemacht, ne? Ja, ich meine, ich bin ja ein riesen OMPC-Fan, ist eigentlich, gut, heute trage ich es nicht, aber ist natürlich eines meiner Highlights, was ich so on everyday basis halt trage. Du hast ja eh schon das plissierte Oberteil an. Genau. Weil es einfach geil ist. Shows ist ja immer so, dass die so ein bisschen auf künstlerisch gehen. Genau, richtig, ja. Weiß nicht, irgendwelche Performers da haben, Performance Artists, Tänzer und so weiter. So war es auch dieses Mal. War grundsolide, war grundgut. Ich meine, ich spreche da auch so ein bisschen aus der Fanbrille immer. Aber ich bin gespannt, ob sie sich dann demnächst, ich glaube vor 3-4 Jahren hatten sie mit dem Zeug angefangen, mal was Neues einfallen lassen. Auch wenn es sehr, sehr schön war, was wir gesehen haben. Ich verstehe, was du meinst, genau. Die Emplissé-Kollektion begleitet uns ja schon seit Jahren. Wir haben es eben bevor wir angefangen haben zu drehen, haben wir ein bisschen gequatscht. Hast ja auch schon gesagt, dass du da einem Piece hinterher bist und dass die Sachen einfach. Ich habe alle Hosen, ja, ich habe alle kurzen Hosen. Wir finden die passenden Oberteile, dass ich wirklich Mix im Match machen kann. Aber ich will halt diesen normalen Blazer, nicht der lange, mit den ganz normalen langen Ärmeln. Immer ausverkauft irgendwo. Und immer. Dann suche ich das Poloshirt. Vergiss das. Kannst du vergessen. Das ist Wahnsinn. Ja, ich kenn's. Also ich habe auch, es gibt ja diesen Store Finder. Ne? Ich wohne ja jetzt in München. Das heißt,
Ich suche dann, ne, im Storefinder, ja, der nächste in Innsbruck. Ja, also da ist dann Supplier. Wie? Hier ist auch einer. Hier ist auch einer, ja, genau. Wien, Innsbruck, weiß ich nicht, überall verstreut. Da musst du 400 Kilometer fahren. Es geht ja auch halt online. Sie haben ja hier einen Online-Store jetzt, Gott sei Dank, so, weißt du, weil die geilen Sachen sind immer ausverkauft. Ich sitze ja, ich habe die auch schon gefragt. Ich so, Leute, ich brauche das, ne? Die sagen, ja, aber wir haben jetzt Online-Store bestellt. Ich so, na gut, schwierig. Genau. Na, also es ist ja immer so. Ich meine, da hatte ich auch Glück. Das war, weiß ich nicht, ich habe jeden Tag geschaut. Ich wollte es unbedingt haben. Farfetch ausverkauft, diverse andere Supplier alle ausverkauft. Aber dann habe ich es bei Minto gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Zwei Pieces verfügbar, meine Größe. Ich dachte mir, das ist ein Scherz. Kann nicht sein, dass MC April, April nochmal restockt wird, weil das kennt man so ja gar nicht, dass die dann einfach irgendwie restocken. War ein Zeichen, meinst du? Genau. Aktualisiert, nur noch ein Piece da. Chance ergriffen, gekauft. Und sehr, sehr glücklich. Das habe ich mit den Schuhen gemacht hier. Hier die Cloudbuster, ne? Ja, ich wollte die Loafers immer haben, die ganze Zeit. Und sie waren immer in meiner Größe ausverkauft. Egal ob in Wien, in Dubai, überall. Und dann gehe ich in den Laden in Mailand. Mhm. Das war so, hatte ich mal so 2 Stunden Zeit. Und dann bin ich reingegangen und da meinst du, ah, wir haben gerade heute Morgen eine 8,5 bekommen. Da habe ich gesagt, ach, das ist ein Zeichen. Das ist aber auch, Zeichen Gottes, ich muss diese Schuhe kaufen. Du hast aber auch eine Größe, die ist ja immer vergriffen. Obwohl, nee. US9 ist immer vergriffen. Also ist, glaube ich, aber UK in dem Fall. Achso, UK. Also die sind nicht wie die normalen Höhe. Cloudbust irgendwie die Sneaker, sondern irgendwie, ich habe die mal kleiner genommen. Du hast die aber, die Sneaker davon hast du auch. Mit blauen Akzenten, genau. War das, ne? Genau, ja. Habe ich auch mal gesehen, genau. So. Mega nice. Also ja, wenn wir schon dabei sind, vielleicht kannst du ja mal so sagen, was hast du heute an? Weil ich sehe. Ah, heute, wie gesagt, die Schuhe. Ne? Dann eine Hose von Société Anonyme. Mhm. Ist auch auf Farfetch, soweit ich weiß. Ist ganz geil, weil die es extrem weit geschnitten hat. Dann hier unten noch diese Bündchen, mega. Die kannst du aufmachen, wie du willst. Alle, immer wenn ich Loafers an habe, denken die Leute immer, mein Schnürsenkel ist offen. Und ich sage immer, nee, Junge, das sind Loafers, da ist nichts offen. Mhm. Und dann Oberteil ist von Lone. Habe ich in Tom Greyhound gekauft. Tom Greyhound ist so mein Store, wo ich immer hingehe, wenn ich in Paris bin. Ah, nice, okay. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch die ganzen Leute, die da arbeiten, ne? Gibt's immer ja, die Leute oder? Irgendwie wechseln immer. Ich weiß immer ganz genau, wann da Sale ist. Und dann krache ich immer rein und sag, Leute, wie schau mal aus. Nee, das habe ich gekauft dort. Schaut ärmelfrei. Was momentan mega ein Trend ist irgendwie. Und sonst ja, ein bisschen Schmuck. Ferragamo ist das Armband. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, Ferragamo. Also, das ist so meine Kombi, die ich eigentlich in den letzten Wochen eigentlich immer trage. Ja, das Logo vom Armband, sollte bekannt sein. Da gibt es ja auch die Gürtel dieser, die da die letzten Jahre auch immer zu sehen waren, bei den einen oder anderen. Kommen wir zu mir. Also, wie es wir eben schon gesagt haben, Ise Miyake, Omplissé, von der Omplissé-Kollektion, SMC April Shirt von dieser Saison. Darunter, ja, einfach nur, um da so einen kleinen Akzent mit rauszubringen. Tanktop, aber Tanktop. Die Frage ist ja, wo kaufst du deine Tanktops? Wo kaufe ich meine Tanktops? Das ist eine gute Frage. Das ist ein ganz, ganz altes Tanktop von damals. Ich weiß nicht, das ist 10 Jahre alt oder sowas. Krass, ja. Das ist immer noch weiß? Das ist immer noch weiß, ja, weil ich es einfach irgendwie, das habe die ganze Zeit im Schrank gegammelt. Weil es gab mal eine Zeit, da hat man keine Tanktops getragen. Jetzt ist es natürlich auch so, man sieht das ein oder andere Tanktop auf dem richtig schönen, unterm Seidenshirt oder so. Bringt halt einfach den gewissen Akzent nochmal mit sich. Ja. Hose Flohmarkt, nochmal ein bisschen zurechtgeschneidert. Und ich zeige euch auch mal. Die Slides. Socken mit Slides. Auf Yeezy angelehnt, aber auch. Ja, Slides sieht man ja heute, also sieht man einfach momentan auch. Ja, ne? Ist ja auch passend zum Wetter. Ist passend zum Wetter. Ich weiß nicht, meine Freundin sagt immer, lass die Socken bitte weg. Aber ich weiß nicht, ich mag so mit Socken, hat so ein bisschen den chilligen Vibe. Ich trage nur Socken oder keine Socken, wenn ich frisch aus der Pediküre komme. Ja, das tue ich genau. Das den Leuten nicht an. Genau, aber ich muss hier leider, also hier muss ich leider beichten, ASOS 20 Euro. Mein Gott, das eine oder andere Piece. Aber wenn jemand Tanktops, ich kaufe meine Tanktops immer bei entweder Schießer. Schießer? Okay. Schießer, Pick und Kloppenburg, Lessen. Mhm. Die sind ganz gut. Dann, wie heißt es, eine, wo eigentlich die Mädels immer einkaufen, Unterwäsche, Tessenis oder so? Tessenis, ja, irgendwie sowas. Ja, die haben genau. Gute Tanktops, gerippte, die auch so ein bisschen stabiler sind, weißt du, die nicht ihre Form so leicht verlieren. Ich glaube, das wären so meine. Achtest du da auch auf die Form? Weil es gibt ja auch diese geriffelten.
die Ripped. Meinst du jetzt auf Ripped? Die Struktur oder auf ja, genau, nee, genau, auf die Struktur. Auf, genau. Ja, ja, klar. Also es gibt, ich habe so halb gerippte und gerippte. Genau. Aber meistens Schießer. Schießer ist eine Bank, was Tanktops angeht. Genau. 6PM hat auch mal, ich glaube, letztes Jahr eine Kollektion rausgebracht, wo die dann auch wirklich einen Tanktop für 39 Euro war das, glaube ich, angeboten haben. War ein bisschen zu viel, aber du hast einen Dreierpack bekommen. Ein Dreierpack für 39 Euro? Ja, ist okay. Ist okay, ja. Aber da war dann dieses 6PM-Logo hier drauf, glaube ich, oder irgend so eine Zahl. Und ich finde, Tanktop muss clean sein. Also da soll nichts drauf sein. Ja, ich würde es auch nicht einzeln tragen. So. Außer sitzt zu Hause im Garten irgendwie so. Genau, richtig. Ne? Das ist auch chillig. Genau. Ja, cool, ey. Gut, dann reden wir heute mal so ein bisschen, also was ich mir heute für Themen überlegt habe. Also es sollte einfach so eine Folge sein, wo wir vielleicht mal ein bisschen quatschen. Das, was so vielleicht die letzte Zeit passiert ist. Gibt es irgendwas momentan, was man auf dem Schirm haben muss, was Trends anbelangt? Weil da sitze ich ja neben jemandem, der da ziemlich viel Ahnung hat. Ja, und überhaupt auch so die Frage, wie entstehen Fashion-Trends? Ja, du reagierst jetzt so, als ob du dich schon mal mit der Frage beschäftigt hast? Oder ob nee, ist ja eine Frage, die ich häufig höre. So. Mhm. Also bin ich nicht der einzige Neugierige, der sich das heute fragt. Nee, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis irgendwie, dass irgendwie man sagt, okay, krass, das ist jetzt Trend. Ich meine, es gibt natürlich sowas wie Trend Forecast. Aha. Das wird sehr wissenschaftlich dann betrieben. Größte Plattform, die das betreibt, ist WGSN, also WGSN. Wen das interessiert, der kann das mal auschecken, haben eigentlich die größte Manpower, was das angeht. Und die machen nichts anderes, außer ihre Leute rauszuschicken durch die ganze Welt, in sämtliche Subkulturen und so weiter. Du hattest mal zur Corona-Zeit, hattest du mal über Instagram einen Live-Talk. Du hast ja dann irgendwie jeden Tag oder jede Woche mal so richtig so einen Live-Talk gemacht mit irgendwelchen namhaften Personen, unter anderem auch Justin und Grams, ne? Das war die Zeit. Ja. Da hattest du, glaube ich, mal mit David Alaba. Hatte mal ein Gespräch. Warum ich das jetzt weiß, frag mich nicht. Keine Ahnung, ich bin ein Mensch, ich merke mir einfach alles. Ich weiß auch gar nicht, worauf du gerade hinaus willst. Da hast du gesagt, dass sich die Leute wirklich hinsetzen in einen Café, rausschauen und also wirklich auf der ganzen Welt und dann schauen, okay, was ist im Trend und was ist nicht im Trend. Voll. Ist es so? Ja, also die gehen dann wirklich raus und gehen wirklich in die verschiedensten Subkulturen rein, gucken, was Trend sein könnte und machen dann eigentlich nichts als eine Analyse. Die wird dann, ein paar Seiten, wo dann die Key-Trends draufstehen, wo dann die Key-Farben draufstehen, machen das immer sehr weit im Voraus. Also sie müssten jetzt an 24 arbeiten. Echt jetzt? Ja, ja. Boah. Und das geht dann raus an die Magazine und vor allem an die Brands und dementsprechend orientieren sich die Brands dann auch daran. Wie gesagt, WGSN, eigentlich richtet sich jeder danach, ich meine, so ein Abo, wenn du dann ein Abo machen möchtest, als einzelne Person, dann zahlst du schon im Jahr irgendwie 4.000 Euro, nur damit du diese Trend Forecast dann bekommst. Und dort steht alles und jeder orientiert sich eigentlich daran. Also es ist jetzt wirklich kein großes Geheimnis, was jetzt erstmal so die erste Auswahl an möglichen Trends angeht, weil wieso soll sonst während einer Saison Designer X, Designer Y, es ähnelt sich ja immer alles pro Saison, die Trends. Ne? Wenn wir jetzt sehen, wir haben letztes Jahr viel ärmelfrei gesehen. Genau. Auf dem Laufsteg, was jetzt halt in den Stores ist. Jetzt im Winter mit diesen breiten Schultern. Mhm. Und nur an die Prada Mantle Decks denkst, die hast du eigentlich auch bei Balenciaga, Demna schon vorher, die hast du bei Vetements, die hast du bei ganz, ganz vielen Brands. Und so ist es, dass ich dann immer so, weiß nicht, so vielleicht 10 Trends herauskristallisieren in einer Saison, wo vielleicht 3, 4 dann wirklich ausschlaggebend sind. Also das wäre jetzt erstmal von Brand-Seite, wie eigentlich irgendwie so Trends entstehen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Parts, wenn wir jetzt so diesen Nostalgia-Part mit reinnehmen, wo jetzt, keine Ahnung, wieder jeder rumläuft, wie wir mit 15 oder wie ich mit 15. Ich bin jetzt 2000er, ne? Genau, bin jetzt 36, die so Anfang 2000 aufgewachsen sind, da ihre Pubertät hatten. Jetzt laufen die Kids wieder so rum. Ne? Nicht, weil sie jetzt, keine Ahnung, Kurt Cobain geil finden oder noch wissen, was er für Mucke gemacht hat, sondern eigentlich eher, weil sie es einfach feiern, was cool ist. Ja, weil es halt optisch halt einfach cool ist dann auch. Ist auch so, gebe ich dir komplett recht. Gerade auch Thema breite Jeanshosen, ne? Baggy Jeanshosen. Okay. Das ist ja das, was auch in den 2000ern gesehen wurde, sag ich jetzt mal. Ne? Ich sag das immer so, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf der Straße, irgendwie, wenn ich da rumlaufe, durch die City oder so, und dann, sagen wir mal, das etwas jüngere Publikum betrachte, sagen wir mal 16, 17, 18,
Dann erinnert mich das so ein bisschen an die Blütezeit von Britney Spears. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, es war auch die Zeit. Ich meine, die 2000er ist eh ein spannendes absolut Jahrzehnt, weil sich wenige rantrauen. Ne? Wir haben immer in den letzten Jahren, in den letzten 5 bis 10 Jahren immer viele Referenzen gehabt von den 70er Jahren, von den 80er Jahren, 90er Jahren. Aber keiner hat sich wirklich an die 2000er getraut, weil es halt auch viel Trash war. Es war halt absolut sehr, sehr viel Trash. Und Trash ist halt nicht mal so einfach, okay, wie können wir das adaptieren, dass es cool aussieht, sondern da musst du schon ein paar Runden mehr machen, um rauszufinden, ob das geil ist irgendwie. Absolut. Und auf jeden Fall spannend und momentan passiert es. Ich habe mich immer die letzten 3 Jahre gefragt, okay, warum greift keiner die 2000er an? Weil das ja gerade für Leute in meinem Alter, die jetzt 36 sind, wo das Alter, wo du zum ersten Mal vielleicht Geld verdienst, aha, und zum ersten Mal auch in hochwertige Klamotten investieren kannst, wir sind ja damit aufgewachsen, weißt du? Und uns jetzt abzuholen mit einigen Teilen, das ist dann schon, kommt langsam, passiert langsam. Bleu Marble fällt mir da ein, die haben jetzt auch einen Preis gewonnen, ich glaube 100.000 Euro dotierter Preis, frage mich jetzt nicht welchen, haben auch auf Paris Fashion Week gezeigt, Bleu Marble, die haben die 2000er wirklich ordentlich aufgegriffen. Ich finde es auch mega spannend. Ich fand das 90er, also 90er Jahre Thema fand ich sehr, sehr spannend, 2000er jetzt auch, wie es gesagt hat, ich traue mich da auch nicht so ganz ran mit den breiten Hosen, Baggy. Also das ist, ich finde, der Air Force One war da so der Schuh dann auch, weil der auf diesen Baggy-Look so ein bisschen passt. Ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, in die Street-Style-Schiene, sagen wir mal, uns da fokussieren. Ne? Breite Hosen, Dank. Breite Hosen, Air Force One. Ja, ne? Der Dank also, war eigentlich schon, fand ich damals populärer als der Air Force sogar, wenn wir jetzt so Ende 90er. Mhm. Gab's ja diese drei 2000er denken. Mhm. Und dann hast du noch halt ganz viele Sachen, die ich mega geil fand. Zum Beispiel war damals Allen Iverson einen Schuh gemacht mit Reebok und auch Jay-Z, der Club Carter oder wie der heißt. Ease. Mega geiler Schuh. Wenn der heute nochmal 1-1 rauskommt, wäre mega geil. Auch der von Pharrell, die Ice Cream Kicks. BBM. Ja, ja. Mega krasse Schuhe, wo dann auf der Sohle noch so ein Moonman war, ja, und so weiter. Genau, richtig. Also das sind Schuhe, die heute auch wieder funktionieren würden. Da ist es einfach. Aber natürlich stand halt damals im Fokus diese ganze, ja, von Ditch, Ed Hardy Geschichten und so weiter. Absolut, absolut. Und das ist für mich, wenn du mal zurück überlegst, Ed Hardy ist so für mich eigentlich der letzte Trend, der letzte Mainstream-krasse große Erfolg einer Modemarke, der ohne Social Media passiert ist. Absolut. Weil ich das weiß, war damals nicht, noch Magazine. Mhm. Madonna hat es getragen, dann wurde es abgelichtet in den keine Ahnung, Klatschpressen und so weiter. Und das ist wirklich ganz ohne Social Media entstanden. Natürlich hat sich das dann gewandelt und dann haben natürlich in Bezug auf Trends natürlich Social Media auch nochmal eine Rolle gespielt, nicht jetzt vielleicht um einen Trend zu definieren, aber um gewisse Trends zu beschleunigen, weil es gibt ja auch in der Männermode gab es ja auch viele Trends, die dann auch bei WGSN zum Beispiel gelistet waren, die haben es nie geschafft, wenn ich da jetzt wie lange hat man probiert Animal Prints bei Männern? Stimmt. War immer im Trend Report, immer GQ gesehen, Esquire gesehen, wie sie alle heißen, Vogue gesehen, Animal Prints. So, weißt du, also, hat sich nie durchgesetzt. Beschreib das mal nochmal genau mit Animal Prints, was du da genau meinst. Na, es war auch, wahrscheinlich ist man dann in irgendeine Subkultur gegangen, hat gesehen, okay, Punker, was weiß ich, Animal Prints und so weiter, ist geil, die Einflüsse, packen was mit drauf auf die weißt Liste. Du, wer es gerade macht? Human Made. Die haben ja auch Animal Prints, ja, zum Beispiel. Sorry. Ich wollte dich unterbrechen. Nee, alles gut. Ja, sie machen es, aber ist ja immer, für mich ist nochmal ein Unterschied, ob es ein Trend halt wirklich Mainstream-mäßig Erfolg hat oder nicht. Weißt du, wenn ich das in so einer kleinen Nische mache, ich sehe es auch manchmal, ich kann mir auch Animal Prints und Typ wie Machine Gun Kelly, go for it, weißt absolut du? Absolut. Weil die ist geil. So, aber es ist jetzt kein Trend, den wir dann extrem sehen oder sagen wir so, ein Trend hat es dann wirklich geschafft, wenn er irgendwann dann bei Sarah hängt. Ja. Dann hat er es geschafft. Dann ist er für mich Mainstream, dass sogar der Durchschnitts halbwegs modebewusste Bürger in Zara läuft und sich das kauft. Da erinnere ich mich an eine Geschichte. Ich bin mal in Zara reingegangen und habe dann einen Schuh gesehen mit Dreifachsohle. Was kann es wohl sein? Genau, ja. Balenciaga Triple S zum Beispiel. Naja, ja, genau, aber das, den Punkt fühle ich auf jeden Fall. Nochmal zu Pharrell mit wie hieß das? BBQ Ice Cream. Ja, das, ne?
Genau. Das sagt er ja auch in seinen Liedern immer, ne? I'm a ice cream. Ja, bei Drop It Like It's Hot. I'm a nice dude with some ice cream, see these ice cubes, see these ice creams. Ich dachte mir damals so, als ich jünger war, was meint er damit, ne? Aber mittlerweile, das war ja so die Zeit, wo er dann auch viel mit Nigo, ich sag ja gerne Nigo, viele sagen Nigo, aber wo er mit Nigo rumgehangen hat, also das war auch eine Blütezeit, ne? Ich sag mal, das war dann so ein bisschen verspielt, die ganze Sache, das war ja auch, ich glaube, es ging dann so Richtung Mitte 2000er, 2004, 2005, wo dann auch wirklich die Babestars kamen, ne? Mit den verspielten Farben und alles. Die Babestars zum Soldier einen, Boy, der Adidas-Deal und so weiter. Dann war es natürlich irgendwie auf einem noch breiteren Level, sage ich mal. Aber du siehst selbst, dass solche Leute, die super Superstars sind, dann auch brauchen, um wirklich einen Mainstream-Trend auszulösen. Weißt absolut. Du? Was dann halt der zweite, wenn du jetzt sagst, okay, natürlich, irgendwie Trends setzt nicht durch, die hängen irgendwann im Fast Fashion. Aber die Frage ist, viele fallen auch um, also viele Trends schaffen es dann nicht, haben wir ja gerade schon gesagt. Oder neben dem Animal Prints war es zum Beispiel diese All-White-Looks. War auch in jedem Trend-Forecast. Oder Marine-Looks. Hat sich nie wirklich durchgesetzt. Aber dann natürlich gibt es dann gewisse Leute, die entweder einen Trend beschleunigen können. Das geht. Aber zu sagen, weil es ja auch oft gesagt wird, okay, der und der hat den Trend gemacht, der und der hat den Trend, das gibt es in ganz, ganz seltenen Fällen und es sind für mich vielleicht zwei Personen, die Power haben, das zu machen und es sind Kim Kardashian und Kanye West. Fällt mir noch einer ein, Travis Scott. Nicht mal das. Meinst du nicht? Nee. Meinst du nicht, okay. Dass der nicht mal die Power hat, wirklich zu sagen, guck mal, du siehst irgendwelche Dollys tragen mittlerweile die Yeezys. Das stimmt. Aber das ist auch irgendwo gewollt von Easy? Natürlich, aber dann siehst du ja, wie krass wirklich ins komplett normale Bürgertum, die Leute, die nichts mit Mode zu tun haben, kaufen sich die Schuhe. Das Geilste ist auch, wirklich der Otto-Normalverbraucher, der sich mit Mode nicht befasst. Es könnte ein 45er Zahnarzt, der Sonntag zum Wandern Yeezys hat. Absolut. Und ich sag dann zu ihm, also, ne, gab's schon mal, ich so, warum trägst du die Yeezys? Bequem. Ja. Bequem. Ja. Und der Schuh ist meine Fresse, der ist so bequem. Ja. Ich weiß nicht, ob du mal einen 350er anhattest. Ja. Super geil, also vom Bequemlichkeitslevel mega heftig. Cool. Ja, also das Thema Kanye West ist für mich auch eine Art Phänomen. Also ich muss sagen, so einen wie Kanye West gab es tatsächlich noch gar nicht, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob es den gar nicht, also ich glaube, ich habe in der Zeit nicht gelebt. Ich meine, die Mechanismen waren anders. Es war, hat alles in der Offline-Welt stattgefunden, Medien waren beschränkt so. Ich glaube schon, dass auch so Leute wie, weiß nicht, James Dean oder Elvis damals. Ja, Elvis, weißt genau, du, ja. Auch so einen Impact hatten und wenn die was anhatten, hat es auch jeder gekauft, weißt du? Aber heute, da hast du ja viel, viel mehr Auswahl. Wir haben viel, viel mehr Auswahl und dass trotzdem du dann da angefixt wirst, was zu kaufen, ist nochmal was anderes, glaube ich. Ja, aber Instagram allein, Social Media, das ist ja alles momentan, also allein der Algorithmus, ja, der verhilft dir ja irgendwo dabei. Mit Fashion- und Modetrends. Natürlich, ne? Der hilft dir, aber wie Konkurrenz ist halt größer, ne? Also, ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, du kannst gewisse Dinge beschleunigen. Gibt es dann, wie gesagt, die Early Adapters, die halt Trends schon früh sehen. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich einen Trend geil finde und ich finde, dass er zu mir passt, ich würde nicht jeden Trend mitgehen, aus dem Alter bin ich raus, aber ich finde, dass er zu mir passt, würde ich ihn so lange tragen, bis dann schon die Leute, die nach den Early Adopters kommen, so der Anfang vom, wenn der Anfang vom Mainstream ist, trägt, trage ich es nicht mehr. Das ist genau meins. Ja. Also genau so sehe ich es auch. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich mag ja auch sehr, sehr hochwertige Klamotten aus der alten Zeit, wo die Stoffe noch anders waren. Mhm. Ne? Also sprechen wir hier von der Levi's Jeans 501 von damals im Vergleich zu heute, das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Ne? Und deswegen mag ich es auch, früh aufzustehen an einem Samstag, mal durch den Flohmarkt zu schlendern und da mal die ein oder anderen Schätze zu finden. Mhm. Und hier habe ich das dann auch ganz oft im Gedanken, dass ich da eine Jacke finde, weiß ich nicht, von, sagen wir mal, einer Avirex-Jacke aus den 70er Jahren oder sowas. Da weißt du auch, dieses Piece siehst du so ein zweites Mal nicht auf der Straße. Mhm. Wenn du aber zu Zara gehst und sagen wir mal, das hatte ich auch schon mal, dann gehst du zu Zara rein, kaufst dir eine Jacke damals natürlich und du findest sie nice, gehst raus und siehst den nächsten Dulli, wie du es gerade gesagt hast, der die auch hat, der hat die vielleicht nicht so optimal kombiniert, dann denkst du, rüttelt auch so ein bisschen an der Attraktivität von diesem Piece, sage ich dir ganz ehrlich. Meine Meinung. Ja, definitiv. Also das, aber das ist von Typ zu Typ unabhängig. Natürlich, klar. Was man irgendwie für ein,
für ein Typ ist. Wieder andersrum auch, wenn du, sagen wir mal, ein Piece hast oder bei Sneakers super oft, ja, ich habe mir jetzt vor kurzem den Jordan 4 Off-White geholt, weil ich finde den einfach wunderschön. Wunderschöner Schuh. Ja, dann der ist ja auch nicht gerade billig. Und dann, wenn du, sagen wir mal, durch Köln oder durch München läufst und siehst den dann auch öfters, als du denkst, an einem Samstag, weil alle den einfach anziehen wollen an einem schönen, sonnigen Samstagmittag, um mal mit der Freundin spazieren zu gehen oder sowas. Ne? Also das sind so Sachen, da muss ich halt selbst irgendwie arrangieren. Und worauf ich hinaus möchte, ich bin da komplett bei dir. Also ich will, ne, ich trage Trends so lange, bis ich weiß, oh, ich sehe es im Schaufenster. Ja, voll. Ja. Aber ja, um auf die Grundfrage, wie Trends entstehen, ich glaube, das sind halt verschiedene Mechanismen ganz am Ende. Das, was Brands vorgeben, natürlich auf jeden reden wir Fall. Hier von Demokratisierung der Modebranche, aber trotzdem, wenn du Kollektion ein Jahr im Voraus oder sagen wir, ein Jahr im Voraus entwirfst und 7 Monate im Voraus präsentierst, musst du dich an irgendwas orientieren. Gibt es denn, vielleicht weißt du das, weil das weiß ich zum Beispiel nicht, während Corona, ne? Da hat sich das Rad ja weiter gedreht. Also man hat ja trotzdem immer noch für 22 oder gab es da einen gewissen Stopp? Weißt du das? Nein, es gab keinen Stopp. Das Problem war einfach, warum neue Ware produzieren, wenn die alte noch im Schaufenster ist und noch nicht verkauft ist? Und da reden wir ja jetzt von Millionen von Teilen. Ja, gerade wenn du Fast Fashion nimmst, dann sind es sehr, sehr viel. Sagen wir, wenn jetzt zum Beispiel ein Fast Fashion Haus wie H&M oder Zara, die machen ja an einem guten Samstag hier das Haas-Haus in Wien, machen die 100.000 Umsatz an einem Samstag, weißt du? So, und dann kannst du bei einem Durchschnittsboden von 60 Euro oder so, 70 Euro, kannst du ja ausrechnen, wie viele Teile das sind. Und dann nehmen wir nur einen Samstag und die hatten 2 Monate zu. Dann kannst du ja ausrechnen, wie viel, das sind halbe Milliarde Teile, die einfach auf der Strecke bleiben. Natürlich. 300 Millionen Teile, gerade mal in einem Land. Wir reden mal von einem Land jetzt. Weißt du, bei so vielen Filialen, wie es gibt. So, und auch bei großen Modehäusern natürlich auch. Wenn du deine Ware noch nicht verkauft hast, hat der Wholesaler aufgehört einzukaufen. Online konntest du verkaufen. Viele haben dann gesagt, okay, wir müssen online selber mehr verkaufen. Aber Wholesale hat gestoppt. Das heißt, alles, was da liegt, musst dich ja auch einigen. Du willst ja auch nicht deinen Wholesale-Partner verärgern, wenn er sagt, ey, es ist Pandemie. Ja, ja, klar. Meistens hat man dann gesagt, okay, hier, die Hälfte nimmt ihr zurück und dann so. Und dann man warum was Neues geworden. Produzieren, wenn das Alte noch weg ist. Ne? Also es hat sich schon ein bisschen gestoppt. Und ein großes Problem war halt die Warenbeschaffung. So, wenn du, dann ist ja das perfide an Mode. Wenn du sagst jetzt Nachhaltigkeit und Mode schließen sich eigentlich aus, per se. Weißt du, wenn du ein Unternehmen bist, was deine Stoffe aus einem Kontinent bekommt, auf einem anderen produziert und dann in einem dritten das verkauft, das ist ja alles andere als nachhaltig. Absolut, ist es weißt auch du? Nicht. Aber so, das Ding ist halt, da sehen wir, das ist ja auch mit Lieferzeiten so. Ne? Korrekt. Also das ist ja auch so, sobald du eine Grenze überqueren musst, also eine Landesgrenze, sage ich jetzt mal, da fangen ja die Probleme an. Richtig. Auch. Ne? Also ich verstehe das schon. Nur also es war ein bisschen wirklich gestoppt. Jeder hat überlegt, okay, was machen wir? Aber natürlich, ich meine, das ist halt ein Geldmonster. Es war klar, dass Absolut. Das so weitergeht. Also es ist illusorisch zu glauben, dass sich da irgendwas jetzt geändert hätte. Kurz haben die Leute überlegt, was können wir machen, aber eigentlich mehr aus Panik heraus, als ja, jetzt wirklich irgendwie die Welt zu ändern zu wollen. Und eigentlich ging es dann so weiter. Na klar, ein paar Sachen ändern sich. Viele Stores oder viele Brands bieten jetzt an oder launchen eigene Secondhand-Stores, dass du sagst, okay, wer, keine Ahnung, bei Brand XY einkauft, hier habt ihr die Möglichkeit, eure alten zurückzuschicken. Wir verkaufen die an Secondhand, dann kriegt ihr dafür vielleicht einen kleinen Gutschein, wo ihr neue Ware kaufen könnt. Ne? Oder dann auch zu sagen, und das ist ja das Ding, wenn wir jetzt über Trends reden, wie clever ist es? Natürlich wollen wir immer, okay, die Kollektion XY im Sommer von, keine Ahnung, Louis Dior sieht so aus. Und im Winter wollen wir was Neues haben. Und dann wollen wir nächsten Sommer wieder was Neues haben. Es muss neu aussehen und eine neue Welt sein und so weiter. Das Problem ist halt, dann kannst du Teil aus der, keine Ahnung, Spring Summer 20 nicht mehr mit Fall Winter 18 kombinieren. Ist das auch, weißt du, das ist ja... Ah, das habe ich gar nicht gedacht. Weißt du, das sind ja alles so Sachen. Okay, warum jedes Mal was Neues? Du willst ja auch beständig, teilweise ohne langweilig zu sein, sagen können, okay, ich kaufe mir jetzt ein paar Dior-Teile von der Kollektion, finde ich geil. Aber ich möchte gerne dann auch, wenn ich in einem Jahr wieder Dior kaufe, dass es zu dem passt. Ja, natürlich, klar, genau, verstehe ich. Auch noch rocken, weißt du. Und das sind so Sachen in der Mode, wo es halt schwer ist, wirklich Nachhaltigkeit zu betreiben, ohne jetzt
oder sagen wir, es ist schwer, Nachhaltigkeit zu betreiben, wenn du nicht auch daran denkst, irgendwie das Verhalten vom Konsumenten zu ändern. Ja, genau. Es gibt so eine Brand, die mag ich momentan sehr, bei der ist das tatsächlich so, die haben im Store vielleicht wirklich nur zwei, also wenn du dann eine Treppe hochgehst, haben die wirklich nur zwei solche Kleiderstangen. Mhm. Jedes Piece einmal. Mhm. Ja. Und die fangen jetzt auch an mit zum Beispiel, also was ich jetzt gesehen habe, was momentan im Trend ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Jahr zu spät bin oder nicht, aber sind Bowlinghemden, so für den Sommer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei Bowlinghemden ist das zum Beispiel so, die fangen ja jetzt an, das Ganze mit solchen nachhaltigen Materialien wie Viskose zu machen oder sowas. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt hier überlege, gut, Bowlinghemd, ja, hängt in einem High-Fashion-Store, sagen wir mal, das ist übrigens Loewe, ne? Ich trage das jetzt heute, ich trage das den kompletten Sommer, dann möchte ich es auch nächsten und über oder ja, den nächsten Sommer auch noch tragen. Ne? Hm. Deswegen, man muss ja irgendwie so einen gewissen Faden haben, nach dem sich alle Brands orientieren müssen. Ja, habe ich ja am Anfang, das ist das, genau, was ich am Anfang ich, ja. meinte, mit WGSN, die eigentlich der größte okay. Trend-Forecaster ist. Aber das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Es gibt es ja nicht nur in der Mode-Trend-Forecast. Das wird ja in jedem, was weiß ich, Automobilindustrie gibt es das auch. Das gibt es in jeder Industrie und na klar, da ist es so. Der goldene Faden, wo sich alle dran dran halten. Dann ist jetzt auch nicht so, dass die sagen, okay, irgendwer, keine Ahnung, hat ein bisschen zu viel getrunken und meint jetzt, das ist geil und haben was auf die Liste, sondern deswegen gibt es auch eine Gruppe an Leuten. Es gibt eine Gruppe, das wird auch wissenschaftlich, da werden auch Studien gemacht halt und so weiter. Und das fließt dann natürlich alles ein. Gibt es auch von Interior Design beispielsweise Beauty-Branche und so weiter. Da gibt es für verschiedene Märkte und daran wird sich einfach orientiert, weil man auf keine Trends einfach sehr, sehr früh erkennt und die dann dokumentiert. Gibt es ein Piece bei dir im Kleiderschrank, das jetzt so gar nicht im Trend ist, du aber aus irgendeiner Art und Weise es trotzdem immer trägst, weil es irgendwie, weiß nicht, du hast vielleicht einen persönlichen Bezug dazu oder so, gibt es irgendwas? Oder? Ich sag mal, ich habe aufgehört, Trendsachen zu kaufen. Mhm. Also die jetzt so, ich habe aufgehört, so knallende Image-Pieces zu kaufen, wo du jetzt sagen würdest, okay, das ist das Key-Piece, weil es super fancy ist oder super bunt ist. Okay. Weißt du? Also du siehst mich eigentlich immer nur in so neutralen, dunklen Farben oder beigen Farben. Das sind die Einzelteile, die ich kaufe, wo ich mein Geld investiere. Oder ein Omplissé, dann investiere ich mein Geld auch. So, weil es Sachen sind, die kann ich in 5 Jahren tragen, die kann ich in 10 Jahren tragen, weißt du? So Keypieces habe ich Gott sei Dank, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt Louis Show, da wirst du halt gefittet. Weißt du, kriegst du halt die Klamotten, dass du da hingehst und dann suche ich mir schon was Extravagantes aus, weil solche Teile trage ich halt gern einmal und dann that's it, so, weißt du? Also gibt es gar nicht. Ich meine, ich habe das Einzige, was ich aufhebe, sind halt all meine Anzüge. Ich habe noch nie einen Anzug. Ja, das ist natürlich, das ist ja eine zeitlose Geschichte auch. Weil es eine zeitlose Geschichte ist, die kannst du immer rocken. Mal ziehst du nur die Hose an, mal ziehst du den Blazer an. Aber sonst gibt es jetzt nichts irgendwie so Ausgefallenes, wo ich sage, okay, das ist jetzt überhaupt nicht im Trend. Und ich habe es in meinem Kleiderschrank. Dazu ist mein Kleiderschrank auch, wenn man es nicht glaubt, viel zu klein. Also ich habe ich misste immer aus. Ich mache immer Flohmarkt, gebe es den Leuten und so weiter. Genau. Einfach, dass die Teile, bevor sie bei mir verstauben, Leute damit wirklich Spaß haben. Genau, du hast ja jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe, willst du jetzt öffnen? Meine WhatsApp-Flohmarkt-Gruppe, ja. Genau, wollte ich auch noch mich eintragen. Gibt es halt, genau so ist es auch. Also woran du merkst, dass du was richtig machst, ist, wenn Leute denken, du hast einen komplett vollen Kleiderschrank, weil du jeden Tag anders aussiehst, aber im Endeffekt wirklich nur mit 5, 6 Pieces rotierst. Ey, ich rotiere mit 5 Hosen on an everyday basis. Die Société Anonyme sind 3 Omplissé-Hosen, das ist eine alte Diesel Black Gold Hose von, weiß nicht, 2017 oder 2016, die ich immer noch rocke, die einen weiten, geilen Schnitt hat. Und das sind meine Standardhosen. Mhm. Okay, also ich muss ja nicht. Das ist mein Vibe einfach. Aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Früher, wenn ich überlege, die 20er, habe ich, oder selbst in der Schule, habe ich immer penibel drauf geachtet, in einer Woche niemals zweimal dasselbe zu tragen, niemals dieselben Schuhe zweimal zu tragen. Viel zu anstrengend, Mann. Ja, viel zu anstrengend. Also, ne, ich meine. Und es ist ja, wenn ich jetzt auf den Job fahre oder so, ich kriege ja eh die Klamotten. Yeah. Weißt du, wenn ich jetzt so da sage, okay, mach mal Styling-Session da für Tommy Hilfiger, hier ist Tommy Hilfiger Klamotten. Nächste Woche fahre ich zu Stresorn, hier ist ein Stresorn. Und dann ziehe ich die ja eh an, weißt du? Also reise ich halt mit meinem oder gehe mit meinem minimalistischen Zeug durch die Welt. Viel entspannter. Ja. Was ist so momentan vielleicht 2, 3 Brands von diesem Jahr? Lieblingsbrands oder vielleicht auch was du aus dem letzten Jahr mitgenommen hast? Oh, Lieblingsbrands, nee, na gut, ich bin ja ein riesen Zenia-Fan. Mhm. Ne, so. Das Zenia, Einzige, genau. Was mich, ich meine, sie sind public gegangen, sie sind an die Börse gegangen, das Einzige, was mich so ein bisschen auf gut Deutsch abfuckt, ist halt, dass sie es nicht schaffen, das, was sie in den Shows präsentieren,
was Alessandro macht, seitdem er kam, der Designer, auch in die Retail-Stores zu bringen. Das heißt, wenn du in die Retail-Stores von Zenia gehst, hast du immer noch das Gefühl, okay, das ist für den 45, 50-jährigen Mann, der sich smart casual anziehen will, wie man so schön sagt, weißt du? Also das stört mich so ein bisschen. Wen ich noch auf die Liste packen würde, definitiv, wo ich sage, das ist nice, weil ich letztens bei ihr im Atelier in New York war, ist Bodie, Emily Bodie. Sagt mir gerade nichts tatsächlich. Ah, wie nochmal? Bode, B-O-D-E. Bode. Kennst du safe? Ich habe mal Bode gesagt, bis ich da voll ins Fettnäpfchen meinte. Dann bin ich gesagt, Bodie, Bodie. Ja, ich habe damals auch Löwe gesagt, statt Löwe. Ja. Also Bodie, sehr, sehr geil, weil sie auch viel auf Anfrage macht, viel customized. Diese Rohlinge mit diesen beige-braunfarbenen Cord, Shorts und Oberteilen. Mhm. Und die werden dann handbemalt. Wahnsinn. Entweder sagst du, ey, mach mir, wozu ihr Bock habt. Und dann sitzen ja wirklich die Leute im Atelier und brauchen einen Tag, um ein Piece fertig zu machen und das Foto, wie er sich vorstellt. Und das ist dann so. Also Bodie würde ich auf jeden Fall darauf packen. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt nichts, was mich jetzt übertrieben flasht. Ich habe so ein paar Sachen auf dem Schirm. Botta habe ich auch 2017, glaube ich mal, zum ersten Mal in Berlin gesehen. Haben jetzt auch einen Preis gewonnen, 300.000 Preisgeld. Die machen das sehr, sehr gut. Haben auch einen guten Ansatz, was Nachhaltigkeit angeht. Nice. Und nicht nur so auf Marketing-Image-Wege. Die würde ich auf jeden Fall raufpacken. Und sonst, I don't know, es ist nichts schlecht, aber es ist auch nichts, was ballert momentan, weißt du? Natürlich, so Dior, Kim Jones macht fast nie was verkehrt. So, ob ich jetzt Birkenstock Dior Schuh für 600 Euro brauche, I don't know, aber es ist irgendwie geil. So. Ja, dann, also, ich glaube, wo jeder halt gespannt ist, ist dann jetzt halt, was Louis angeht. So. Das ist das Einzige, wo ich auch sage, das war jetzt geil. Das war jetzt so die finale Tribute-Show. Für Virgil, aber jetzt ist halt, okay, jetzt musst du, you gotta move on. Naja, klar. So, weißt du kannst. Also ich glaube selbst, dass diese Schuhe nur so schön sie war und so toll alles war, ich glaube trotzdem, dass das so einfach nochmal war, um so ein bisschen die Bridge zum im Herbst soll was announced werden, um die Bridge nochmal so ein bisschen zu legen, um die Spannung einfach hochzuhalten für jetzt Herbst, weil was willst du sonst machen? Sonst hätte jemanden die Kollektion vielleicht interessiert, die hätten bis Herbst gewartet und einfach da nochmal was zu machen. Aber ich glaube, es wird interessant, wie es weitergeht. Auf jeden Fall müssen sie ja, führt ja kein Weg dran vorbei, so traurig es ist, weitermachen, neuen oder den Weg weitergehen auf eine andere Art und Weise oder einen neuen Weg finden. Was hältst du von dem neuen Creative Designer, den sie da aussuchen, für anstelle von Virgil für Off-White? Das ist, glaube ich, der damals 80s gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer es macht, wenn ich eigentlich bin. Da bist du mehr informiert jetzt als ich. Ja, ich der Name fällt mir gerade nicht ein, aber der Creative Director von 80s. Soll wohl. Ist der aus Skandinavien? Ich glaube schon. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß nur, dass die Brand ist ja aus Skandinavien, oder? Soweit ich weiß. Also, ich weiß, dass Akne aus Skandinavien ist. Aber 80s. Weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, also kurz mal überflogen. Na, habe ich mir super vorbereitet hier für diese Podcast-Folge. Nein, aber ich habe mal überflogen, dass dann der Creative Director jetzt zu Off-White rübergeht, als neuer. Chefdesigner. Mhm. Da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, was er da macht, weil wenn ich mir so 80s anschaue und ich kenne die ganzen, ich kenne den Stil von 80s und den rüber. Scandi Brand, ja. Skandinavisch. Achso, okay. Und wenn ich die dann, ne, wenn ich mir so die Sachen von 80s anschaue, ist nicht schlecht, aber wenn ich mir dann Off-White anschaue. Ich weiß nicht, aber warum nicht was Neues machen? Weißt ja, du, ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde es vollkommen legitim. Ich bin auch, wie gesagt, was Louis angeht, mega gespannt. Ich habe so meine Top 2 im Kopf. Gucken wir mal, ob ich gleich bald. Ich habe eine andere Frage an dich, Jean-Claude. Und zwar der Crocs-Hype. Der würde mich mal interessieren. Was hältst du von dem? Beziehungsweise, was sagst du generell jetzt, dass die ganzen Leute mit ihren Crocs aus den Löchern kommen? Ich meine, es ist funktionell. Mhm. Ich meine, ich musste ja mal überlegen, was ich hatte. Als ich jetzt in New York war, habe ich mit Samuel Ross intensive Gespräche geführt beim Abendessen. Und habe ihn auch gefragt, okay, was für ihn gutes Design ist, weil ich weiß, er ist ein Nerd. Weil für mich war das immer, er war ja mal ein bisschen zu komplex. Mhm. Aber wenn du jetzt mal ein paar Stunden mit ihm verbringst und mit ihm redest, dann verstehst du irgendwie so ein bisschen, was er meint. Und er meint, ein gutes Design ist am Ende des Tages, wenn du zum einen eine emotionale Beziehung zu dem Produkt aufbaust und wenn es zum Tool wird. Und Crocs sind nichts anderes als ein Tool. Klar. Also die sind bequem,
Du wäschst sie einfach ab. Die sind funktionell bei dem Wetter, weißt du? Und dann, wenn du dann noch so geile Collabs hast, wie das Post Malone-Ding, wo dann nochmal so ein bisschen Hype kommt, safe, wo so ein Ding auch so 700, 800 Euro im Resale kostet, dann ist es gut. Aber das wäre, wenn du jetzt von Crocs redest, wäre es eigentlich so noch so ein drittes Element, was auch in die Trends mit einfließt, ist halt Mode als Spiegel der Gesellschaft, wie jede andere Kunstform, ist halt einfach, was passiert in der Gesellschaft, was ist passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Wir waren alle zu Hause. Ja, genau, ja, das ist das. Irgendwie Homeware hat wieder eine komplett neue Bedeutung bekommen und da fallen Crocs halt auch einfach rein, dass wir einfach Schuhe haben, mit denen wir einfach schnell mal zum Supermarkt gehen können während Corona und dann wieder zurückkommen können oder uns mal kurz die Beine vertreten. Da hast du auch mal, ich kann mich erinnern, da hast du auch mal einen Artikel rausgebracht oder genau, die meistverkauften Pieces während dem Lockdown oder deine Empfehlungen. Ja, da kann man das wieder ganz gut sehen. Also wo man sehen will, was Trend ist, gibt es natürlich auf List. List kennt jeder, ist ja sowas wie eine Suchmaschine für Mode. Also nehmen wir jetzt Google für Mode, dann ist es List. Und bei List ist es halt so, die bringen immer vierteljährlich so eine Bilanz raus, wo sie Bilanz ziehen, was sind die populärsten Brands und was sind die meistverkauften oder die populärsten Pieces. Da geht es nicht mal darum, wie viel du verkaufst, das auch, aber da fließen neben den Verkaufszahlen noch Dinge ein wie Social-Media-Relevanz. Social-Media-Relevanz, das heißt, wie oft wird es zum Beispiel gesucht und dann natürlich die Suchanfragen auf List. Per se. Das sind die drei Sachen. Suchanfragen, Social-Media-Relevanz und Abverkaufszahlen. Ja, ich habe auch gesehen, da war auch ein New Balance dabei irgendwie, wegen Sport draußen, nichts zu tun, Sport machen draußen. Ja, also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt das mit Outdoor zu tun hat, nee, da gab es andere Sachen. Weiß ich nicht. Aber bei New Balance ist einfach so ein typisch, bei New Balance und bei allen Marken, die ich jetzt dazu nehme, New Balance, Essex, alles was dieser Kosmos angeht, da erkennst du eigentlich ganz gut den Lauf von Trends. Ist immer so ein Wellending. Saucony gehört auch dazu. Saucony. Genau, also da gibt es immer On-Running, haben wir jetzt noch ein bisschen andere Ecke, aber erzähl ich jetzt auch mal. Und das sind immer Trends, kommen und gehen in Wellen. Und da merkst du es halt, wir haben jetzt einen übertriebenen New Balance-Hype, der wieder abfallen wird und dann kommt der halt wieder. Und ja, immer, ja, genau. Ja. Bei New Balance siehst du es eigentlich, wenn du blickst, alle 10 Jahre mal präsent und übertrieben krass. Ja. Dann wieder irgendwo im Niemandsland und dann nicht ganz im Niemandsland, aber irgendwie so okay. Aber dann sind sie wieder da. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Vor 10 Jahren, das war 2012, da war New Balance auf Tumblr das Ding. Ja, ja. Verschiedenste Farben, CT300, den habe ich damals aus Amerika bestellt, weil es den hier gar nicht gab. Ja. Habe ich 300 Euro bezahlt, mit 100 Euro Zoll. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ey. Ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden. Kann man auch nicht, Trends, sollte man auch nicht. Trends, ne? Kommen immer in Wellen. Mal ist das Trend, mal geht es wieder ab, aber beeinflusst, diese Wellen können natürlich unterbrochen werden von ganz normalen Dingen. Wenn jetzt eine Corona-Pandemie ist, natürlich kleiden wir uns dann anders. Natürlich denken wir dann Mode anders. Ja? Mhm. Wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, siehst jetzt Beispiel Krieg, natürlich spielen dann wieder irgendwelche Shirts, wo Messages draufstehen. Eine viel, viel größere Rolle. Ja. Also, ist ja irgendwo Kunst. Also dieser Kunstgedanke ist ja auch dahinter irgendwo. Ist mit jeder Kunstform, sei es jetzt Malerei, sei es jetzt Mode, ist es einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft. Siehst du auch bei Demner. Da siehst du es am besten eigentlich. Das ist Thema, Thema Demner und vielleicht auch nochmal, um kurz auf Kanye West zurückzukommen. Ja. Wenn wir die beiden kombinieren, dann denken wir natürlich an Yeezy X-Gap, powered by Balenciaga. Mhm. Deine Meinung dazu würde mich mal interessieren. Da kostet ein Shirt, glaube ich. Von der Klamotte her, oder was? Von der Klamotte her, genau. Also ehrlich gesagt, habe ich nur die Jacke bis jetzt live gesehen. Ich habe es mir nicht bestellt, weil es mich ästhetisch einfach nicht catcht. Kann es verstehen, aber ich glaube, das ist einfach 160 Euro für ein T-Shirt, 260 Euro für ein Pullover. Wo vorne Gap draufsteht und hinten so ein Adler drauf ist. Ich weiß nicht, ist natürlich super crop geschnitten, kennt man ja. Ne? Ja, ich sehe das jetzt gar nicht, ich beurteile das gar nicht aus der Style-Geschichte, das muss jeder selbst wissen, wie die Leute Bock drauf haben und du siehst ja, genug Leute haben Bock drauf. Ja, aber das muss doch, aber das ist doch auch ein Phänomen. Ja? Kanye nimmt Gap und. Aber das ist ja das, was ich sage. Es gibt zwei Personen. Achso, okay, ja, dann. Die machen können, was sie wollen. Nimmt Gap und zack. So, ich würde noch eine halbe Person dazu nehmen, das wäre noch Justin Bieber so. Das wären so die drei für mich so. Weil wenn du. Guck mal Marketing von Balenciaga. Es besteht aus Kim Kardashian, Kanye West und Justin Bieber. Ja. Die machen ja nicht mal große Marketingkampagnen oder so. Na klar, viel mit diesem NFT-Geschiss, mit diesen 3D-Screens und so weiter. Da machen sie viel. Aber jetzt nicht irgendwie krasse Storytelling-Geschichten, dass sie irgendwie
Brauchen sie gar nicht. Also als PR-Mensch von Balenciaga hast du, glaube ich, momentan den einfachsten Job auf der ganzen Welt. Ohne Scheiß. Ja. Aber was Gap angeht, und ich glaube, das ist einfach nur, in der Mode passiert gerade sehr, sehr viel in Richtung, willst du ganz oben mitspielen oder nicht? Natürlich hast du Keyring und LVMH. Jetzt gehen viele an die Börse. Zenia ist an die Börse gegangen. Weil du sagst, okay, wenn du ganz oben mitspielen willst, brauchst du halt das Running Capital. Beste Beispiel Boss. Sie müssen ja nicht mal verkaufen. Aber das Marketing, was sie jetzt in den letzten 9 Monaten gemacht haben, die sind an der Börse, das treibt ja deinen Aktienkurs nach oben, mehr Running Capital hast du. Ob es nachhaltig ist, ist jetzt die andere Geschichte. Das ist egal, so. Ja. Genau. Also jetzt aber das heißt, momentan teilt sich so ein bisschen die Spreu zwischen, okay, wir wollen ganz oben mitspielen oder nicht. Only the Brave, wo Diesel dazu gehört, Magella und so weiter. Kaufen Amiri, haben sie jetzt gekauft. So, also, ah, krass, okay. So, genau, public, sind public, okay. Das heißt, wir pusten uns auf, dass wir ganz oben mitspielen können und mithalten können, ganz einfach. Ne? Und glaube ich, das ist dann halt einfach so ein, das Gap ist ein Power-Move einfach. Ist einfach nur ein Macht-Move. Dass du sagst, okay, wir pusten Gap auf die Aktie, ja. Desto mehr die Aktie wert ist, desto mehr Nettovermögen kommt nochmal, wird dazu gerechnet zu Kanye West und so weiter und so fort. Von daher ist es für mich nur so eine Unterstellung an okay, ich habe die Power, das zu machen. Wahnsinn. Also ja, also so habe ich es noch nie gesehen tatsächlich. Aber ja, also wie gesagt, Gap, ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ob das jetzt wirklich nur kurz anhaltender Hype ist oder ob das wirklich in, absolut, die Richtung geht. Aber da geht es, glaube ich, gar nicht um Mode. Da geht es wirklich rein um Profit. Also, nice. Wir wollen uns als Unternehmen aufpusten, um vielleicht mal wieder die Strahlkraft zu haben, die wir hatten. Ja, hast du auf jeden Fall ganz gut was gesagt heute. Vielleicht von dir nochmal ein, zwei Worte. Gibt es irgendwas von deiner Sichtweise, wo du sagst, okay, wenn du styletechnisch in diese Richtung gehst, dann bist du eigentlich schon up to date so für die nächsten Monate, im nächsten Jahr oder sowas. Gibt es irgendwas, was du auf der Fashion Week vielleicht gesehen hast, wo du sagst, okay, wow, okay, das habe ich vorher nicht gesehen, das kommt? Ja, momentan ist alles immer noch auf diesem Tailoring gemixt mit Streetwear. Was 2019 dann auch in jedem Haus zu sehen war. Keine Ahnung, etwas weitere Anzüge. Also Loose Tailoring. Loose Tailoring. Gar nicht mehr so auf Sneakers. Ich glaube, der große Sneakers-Hype. Oh, ja, genau. Also jetzt nicht, Sneakers sind immer ein Thema, aber so, dass die jetzt Mainstream-mäßig immer noch überall zu sehen sind, guck dir die Prada-Show an. Da waren 2 Paar Schuhe. Gut, es gab ein paar Sneakers, aber dann der Rest waren Boots. So, weißt du? Alles nochmal ein bisschen reduzierter, ein bisschen runtergebrochener. Viel Loafers natürlich momentan, die sieht man überall. Viel funktionelle Geschichten haben wir bei Dior jetzt gesehen. Wer Bock hat, kann sich die Dior-Kollektion mal angucken, wo auch so Tailoring einfach mit so Angeleinflüssen und funktionellen Sachen gepaart wird. Hast du, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber hast du das mitbekommen mit Loewe, dass die auf ihre Kollektion, dass sie da Samen reingepflanzt haben? Ja, ich war ja da. Du warst da, genau. Die Einladung, die Invitation, die wir ins Hotel bekommen haben, war auch so ein... Echt? So Kresse. Wahnsinn. Weißt du? Ist okay. Wie war's? Also das hat mich am meisten interessiert tatsächlich. Das Ding war, das war halt so irgendwie so aufgebaut wie so ein Stadion. Und du hast die Klamotten gar nicht so nah gesehen. Ich habe es dann auch nur im Making-of gesehen, wie sie die Dinger raufgepflanzt haben. Ah, okay, ja, ich habe da auch so ein Video gesehen auf die von Schuhe. Ich fand es für Jonathan Anderson, für Loewe, fand ich es im Gegensatz zur letzten Kollektion eine sehr tragbare Kollektion. Für seine Verhältnisse, auch wenn es jetzt crazy klingt mit diesen Blue oder Gras auf den Schuhen. Ich fand sie doch dann sehr, sehr tragbar. Was ich auch gesehen habe, fällt mir da gerade ein, weil ich es auch bei Loewe gesehen habe, waren diese Sport-Tights. Habe ich viel gesehen jetzt. Hast du ja auch bei der Gucci Love Collection gesehen, die Gucci Tights. Die ja mit Blazer anziehen, teilweise auch die Männer mit dem Cowboy-Hut, die gab es auch bei Loewe und habe ich auch 2-3 Mal woanders gesehen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist momentan sehr alle Playen so ein bisschen safe. Keiner traut sich jetzt extrem was. Was aber auch okay ist. Also ja, die Zeit wird wieder kommen, wo du sagst, okay, wo wir wieder ein bisschen mehr streiten können. Okay, das war kacke. Das war, okay, nee, warte. Givenchy war Schrott. Sorry, dass ich das so sage. Givenchy war ein großer Haufen Schrott. Das muss aber jetzt argumentieren.
kann sich bitte jeder angucken, diese Kollektion Spring Summer Dings da. Bestes Setting. Setting war on point. Okay. Es war an der École Militaire, in der Militärschule in Paris. War halt, sind halt auch so Wasser gelaufen. Das war ganz geil. Das war mega. Tailoring, Givenchy, das, was wir jetzt gesehen haben mit diesen Ösen und diesen Haken, das war alles top. Der Rest, 80% war einfach nur komische Jogginghosen mit irgendwie ein bisschen Pink und so weiter. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Finde ich sehr, sehr schade. Bin ich gespannt, wie die nächste Kollektion wird. Und was, wovon ich auch enttäuscht war, es war auch die einzigen beiden, wovon ich enttäuscht war, war Ami Paris. Okay, warum? Weiß nicht, ich fand es ein bisschen lächerlich. Die Klamotten einfach, du, weißt du, letztes hatte Ami Paris hat immer sowas Sinnliches, gute Zeit mit Freunden, weißt du, und so weiter. Und das war, weiß nicht, I don't know. Nicht, dass ich jetzt was gegen Experimentelles habe, zum Beispiel. Also Acne Studios war zum Beispiel so ein bisschen alles so Bohemian, Barock inspiriert, Wedding Theme, Hochzeitsthema, so Heels für Männer und so weiter. Da waren schon geile Sachen dabei, so wo ich sage, okay, ey, das ist irgendwie cool. Aber Ami Paris war. Kann sich auch jeder angucken, selbst mit meinem Bild. Ja, das sind, also das ist ja genau das, wo ich auch gerne mal irgendwann mal sein möchte, und zwar auf der Fashion Week, weil ich interessiere mich da super sehr für solche Sachen, gerade auch, ne, du kannst es natürlich erklären und erzählen und ich kann es auch sehen, aber mal dabei zu sein oder das wirklich mit deinen eigenen Augen zu sehen, das hebt ja nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, ich meine, du hast dann natürlich die Kollektion mehr im Gedächtnis. Das ist das, was ich jetzt während Corona gesehen habe, dass du dann die Kollektion nicht mehr aus dem Gedächtnis, aber du weißt genau, was du empfunden hast, als du das gesehen hast dann. Und es ist immer gut, dadurch, dass du dir im Gedächtnis hast, abgespeichert, wenn du dann mal so 2-3 Jahre Fashion Week machst, dann erkennst du natürlich auch, okay, na klar, so hat sich das entwickelt. Und irgendwann bist du in diesem Rad, dass du es verstehst und dass ja, deine Meinung einfach, die du dazu hast, dann auch Sinn macht, ganz einfach. Sehr, sehr gut erklärt jetzt. Ja, ey, finde ich richtig cool. Danke, dass du uns da nochmal abgeholt hast. Danke dir. Wie entstehen Trends? Das ist ja das, womit wir uns heute befasst haben. Ja, für die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Apple Podcast vielleicht eine kleine Bewertung da lässt, einen kleinen Gruß sendet oder so. Da freut man sich halt immer. Und genau, folgt Jean-Claude auf Instagram. New Kiss on the Block. Kann man sich so merken. Bleibt sofort im Kopf. Muss man nicht buchstabieren. Und ja, checkt den ab. Er macht auf jeden Fall sehr aktiv. Macht viele Reels auch, ne? Oder? Ja, hat mal meine Phase mega aktiv und genau, dann schone ich mich wieder und dann geht's wieder Vollgas. Aber sehr, sehr professionelles Profil mit sehr, sehr starken Fotos im Outfits und ja, auch Story aktiv. Ich meine, machst du noch diese Guides? Gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, okay, heute sprechen wir mal darüber? Aber für Esquire? Oder welche? Nee, generell, so zum Beispiel letztes Jahr hat es ja, also das mit den Winterjacken, das hast du ja ausführlich erklärt. Mei, alles auf Esquire. Alles auf Esquire, okay. Alles auf Esquire, aber das ist eh immer Collaboration Post. Aber das mache ich nur noch auf Esquire. Oh. Zeit. Tag 30 Stunden. geil. Ist das eigentlich viel Aufwand für dich? Würde mich mal interessieren. Ja, weil das sieht man halt einfach. Der meiste Aufwand ist halt redaktionell. Sag ich mal, also vorher raussuchen, okay, das sind die Looks, ja, das. Ja, aufnehmen, ganz ehrlich, da setzen wir uns immer hin. Am Montag nehmen 2 Folgen auf, das ist in einer Stunde durchgemacht, so weißt du. Ja, du bist aber auch so jemand, du sprichst ja auch aus dem Bauch heraus. Ich bin ja auch so, oder? Also du musst jetzt nicht, bist jetzt nicht jemand, der da nervös vor der Kamera steht. Nee, aber wie gesagt, das Redaktionelle ist, aber das machst du halt nebenbei, deswegen kann man es gar nicht sagen. Es ist aufwendig, aber ich habe ja immer denke ich, okay, dann bist du mal da, scrollst das, speicherst das ab in den Ordner für das oder in den Ordner für das. Ich habe so auf meinem Telefon so Ordner für, dass der Trend, dass der, da kann man mal ein Video machen. Und dann, wenn dir vielleicht noch 2 Looks fehlen, dann kannst du mal eine halbe Stunde sitzen, um 2 Looks zu finden, die passend sind vielleicht so auf dem Film. Das ist dann zeitintensiv. Aber die Produktion an sich geht eigentlich immer ganz schnell. Ja, Jean-Claude, es war mir ein Fest. Gleichfalls, danke für die Einladung. Ja, also meine lieben Zuhörer, lieben Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich kann aus der Folge auf jeden Fall sehr, sehr viel Benefit rausholen, auch sehr viel mitnehmen. Ja, wenn ich dich fragen würde,
Bald wieder. Was würdest du antworten? Safe, anytime. Komm vorbei. Immer welcome. Ja, ja, Leute, checkt mich auch auf YouTube ab. Wandschrank Vibes. Diese Folge wird auch im Videoformat erscheinen. Würde mich freuen, wenn ihr da auch nochmal vorbeischaut. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Peace.